So, da sind wir wieder zur Zockerzone spät. Legend of Grimrock. Geil, ne? Namen gemerkt. Ach du, also das ist mir gar nicht aufgefallen. Das kann dir so. Perfekt! Das hättest du nie versprochen, ey. Gut, der gute alte Stones am Controller oder wie ihn seine Freundin nennt, Sergeant Löffels. Okay. Oder seine Feinde. Wir springen ab, wollen wir mal hier runterspringen, wir safen einfach mal. Okay. Das lohnt sich auf jeden Fall, kann ich jedem nur den Tipp geben, da runter zu hüpfen, weil oft ist da mal was Cooles versteckt. Und wenn es nur Gegner sind, die einem wächst. Und ein Stein, siehst du? Da haben wir schon richtig viele Steine, komm. Bam. Ich bin der König der Steine. Der König der Steine. Ich lasse es kommentarlos stehen. Wollen wir den ersten Part nochmal umeditieren? Ich will auch Zahn. Ah! Ich will Zahn Stein sein. Eine Schlange, eine Spinne, eine Schnecke. Oh, die hat ja aber einen langsamen Drehmanöver, ne? Wendekreis, ne? Das ist ja ein Panzer. Ich hab wortwörtlich einen Panzer. Aber der Panzer schützt sie echt nicht gut, ey. Das Fleisch nehmen wir uns, das ist recht schwer, aber das gibt uns schönes Essen. Wir ziehen uns da voll Schneckenfleisch rein. Wir essen voll die Franzosen, ey. Wir essen nur anderen Kram. Wie kommt man denn da hin? Oh, läuft erstmal gegen die Wand. So, wir haben irgendwas gefunden. Ja, eine Kappe. Eine Protection. Das ist ja eindeutig, ne? Hoffländer! Pah! Ja. Nicht ganz so stylisch wie dein Helm. Ja, also ich hoffe ja, dass wir auch noch hier so einen Mülleimer finden. Den wir eine Minute vorher erstmal ausgekippt haben. Und nicht sauber gemacht haben. Wir haben keinen Aufwand gescheut. Hoffes Gesundheit. Aber das Risiko war ich auch bereit einzugehen, muss ich sagen. Das war deine Gesundheit. Das war bereit einzugehen, ja. Wir gehen mal wieder in Zauber-Action hier. Oh. Man kann recht früh schon schlagen, wie du siehst. Stimmt. Ich werde mir jetzt direkt mal bei dir das Kampfsystem hier mal angucken. Ja, irgendwann laufe ich wieder. Irgendwann läuft man dann rückwärts in eine Nische, kommt nicht mehr raus und dann hat man Angst. Aber das Coole an den Steinen ist, die sind natürlich auf lange Sicht nicht die geilste Option, aber wie du vielleicht schon gesehen hast, die scharfen Waffen, Wurfmesser und Wurfstern bleiben im Gegner stecken. Okay. Und erst wenn er tot ist, fallen die wieder raus. Die Steine prallen im Grunde ab, machen den Schaden und die kann man später wieder während dem Kampf noch einsammeln im Grunde. Das ist ganz witzig eigentlich. Also ich habe die vorher nie als Waffe benutzt. Aber so ein Stein vom Hoppy geschmettert, ne? Wenn er dann trifft. Wenn er voll trifft, dann gehen die Lichter an. Schwede, ne? Und wir gucken hier auch schön auf jede Wand. Wie viele Geheimnisse haben wir schon? Eins. Das ist schon mal nicht schlecht. Es ist ein solider Anfang. Oh, ein Pergament. Ist das etwa was für den Dumble Stones? Im Grunde schon. Und zwar ist es ein Zauberspruch. Ah. Feuer. Gut, weil wir mit Feuer nicht viel am Hut haben. Wir bräuchten dafür mindestens 3 Punkte in Feuer und die haben wir nicht und deswegen. Bam. Oh, der schmeißt der Pergament einfach weg. Nee, wir können uns noch den Arsch mit abwischen. Oder es für irgendwelche Druckplatten benutzen. Aber ich nehme an, es gibt hier keine öffentlichen Toiletten. Würdest du die benutzen in diesem Dungeon? Also mir wäre es egal, ich würde in eine Ecke kacken. Es gibt das große Klo auf dem Boden halt, ne? Ja, und du musst mir ja eh dabei zugucken, wir sind übereinander gekettet. Also freu dich schon mal drauf, wenn ich groß muss. Human Centipede. Du, hier, wir haben einen Cloak gefunden, einen Umhang. Der gibt uns noch einmal +2 Ausweichen für den Löffel. Boah, du bist der König des Umhangs, ey. Und unser 5. Stein. Ich meine, was soll uns jetzt liegt noch... Liegt da noch was? Ja, aber das brauchen wir nicht. Das ist noch so ein Lendenschutz. Ja, weil irgendjemand kann ihn noch tragen, bevor du ihn wegschmeißt. Aber wir haben hier doch eine bessere Hose. Kannst du ihn nicht hier Robin Hoff anziehen? Der hat ihn schon an. Der da, oh, und den kann man nur einmal, kann man nicht stapeln. Und auch der Zauberer nicht? Dumble Stones kann der nicht der noch? Hat davon, der braucht die Willpower, aber die Attack-Power nicht. Ja, aber bevor du das Ding erstmal wegschmeißt, dann gib ihm doch erstmal die Klamotte. Das bringt gar nichts. Ja, das ist nur schlechter. Hat er was an? Nee. Läuft ja nicht mal Nacken drum. Es macht den Charakter schlechter. Okay, wenn's dann weg damit, der verbrennt das Ding. Nimm die Fackel! Haben wir denn eigentlich jetzt einen Schlüssel? Wir haben einen Schlüssel gefunden. Nee. Wir sind hier rein. Und dann haben wir keinen Schlüssel gefunden. Okay. Ach, wir sind ja noch. Die Schnecke wartet ja noch. Komm, machen wir jetzt das auf mal. Oh yeah. Getroffen. Hui. Macht ganz schön Schaden, ne, unser Werfer. Ja. Also das ist auf jeden Fall der heftigste. Selbst der Stein ist cooler. Oh Mann! Der Stones Löffel-Auftritt scheitert. Aber wer hat den Kill gemacht? Ja. Also er ist halt DPS ganz gut, er schlägt halt oft. Aber hat halt nicht den Schaden pro Schlag. Ach, wir haben schon wieder viel zu viel zu essen dabei. Geil. Hoffi, du sollst nur was für einen kleinen Ausflug einpacken. Ja, aber gute Vorbereitung ist alles. Sind wir jetzt eigentlich hier schon gewesen? Ach, hier ging's nicht weiter. Okay. Ich hab das schon mal gespielt, glaube ich. So. Fackel.
Aber man muss ja sagen, die Leute, die sie vor uns hier reingeschmissen haben, die sind ja scheinbar nicht sehr weit gekommen, wenn überall noch die Fackeln hängen und... Ja, vielleicht waren die einfach, dachten, die Fackel hält ewig. Ja, oder vielleicht sind aber auch die Betreiber von diesem Dungeon mal wieder gekommen und das Ding mal wieder resettet. Oh, du willst hier wieder geheime Geschichten erzählen, die keiner, von denen keiner was weiß. Das ist nämlich der zweite Teil, wenn uns mal rauskommt, das ist die Vorgeschichte. Ach, schau mal, wir haben was gefunden, du hast es vorhin schon erwähnt. Das Auge! Ein blauen Edelstein. Mit dem zweiten sieht man besser. Also wenn man das erste noch gar nicht. Achso, da ist noch ein Knöpfchen. Ja, hab ich gesehen. Aber wir brauchen ihn, glaube ich, um hier wieder rauszukommen. Weil das geht mal wieder auf und zu. Irgendwie mag ich das Rätsel nicht. Irgendwie finde ich es nicht geil. Und was anderes kann der Knopf auch nicht. Ich glaube, der macht echt nur die Tür auf. Puh, ja. Whatever. Was für ein Knopf. Ja, so ein schöner geheimer Knopf. Aber komplexe Mechaniken, die sie hier also haben. Auffahren, ne? Also der Architekt, der hat was drauf gehabt. Alter Schwede, das waren, glaube ich, sogar zwei. Oder einer, der seinen Job doppelt so gut gemacht hat. Aber jetzt haben wir unser erstes Gefechte. Okay, jetzt kämpfe gegen Ants. So ein bisschen was Entiges haben die, ne? Aber geil, wie sie stapfen. Die ist auch recht langsam. Die kann man super kalten. Oh, unsere Fackel geht aus. Das ist suboptimal. Kann die auch ganz ausgehen? Ist die irgendwann ganz alle? Wir lassen sie einfach mal ausgehen, damit wir dann mitten im Kampf sehen, wie es aussieht. Geil. Ich bin dafür. Dramatik muss sein. Und dann hacken wir den weg. Also die sind auf schwer schon ein bisschen aggressiver. Gut, aber das ist auch nicht die härtesten Gegner. Es gibt auch noch andere Gegner, die anders ankommen. Ja, also ich erwarte ja wohl auch hoffentlich hier im ersten Level jetzt nicht gleich den Drachen. Ja, da kommt halt der Drachentöter wieder raus, ne? Also komm, jetzt ist mal vorbei hier. Bam. Nein, ich hab den falschen Knopf gedrückt. Oh nein, Druck! Oh, 75 XP, wir haben noch keinen Level up. Das ist bitter. Ah! Da ist ja noch ein End. Er hat dich getroffen. Oh, wir haben keinen Mana mehr. Ja, denn. Robin Hoff! Muss es wieder reißen. Der kann ja mal mein Messer werfen, wenigstens. Komm, bam. Du hast gerade. Ah? Ja, ich hab Dumbledore. Ja, das Dumbledore ist ein Ja, hat sogar Schaden gemacht. Am Anfang ja, macht er auch nicht schlecht, ey. Ist der Unterschied echt nicht so gravierend. Könnte man eigentlich immer drin haben, wenn wir das Messer eh nicht benutzen. Also, das wird. Du kannst aber auch einhändig zaubern. Ja, das geht auch. Und das hat auch keinen Effekt auf. Okay, nur ihn hier. Und der Kackhaufen links? Nee, war eine gute Beschreibung. Ja. Was machst du denn? Hoffländer, du triffst ja gar nichts, ey. Ich mach mir jetzt 8 Schaden, ey. Aber der Robin Hoff ist der echte Killer. Ich habe Hoffelstone, hol aus dem Feuer. 6. 16. Oh, Hoffi, Mann, deine Charaktere sind so viel cooler. Komm schon. Ja, 11. Und nochmal gleich hinterher. Ich kann viel öfter schlagen. Bam. Ich nehme aber nur noch meine Charaktere. Das ist auch eine gute Maßnahme. Gute Maßnahme. Mann. Das ist eine super Idee. Meine Charaktere weigern sich auch für dich zu arbeiten. Ach, komm. Die wissen genau, was wir mir haben. Okay. Da essen, ist das Kacke auf mit dem Pilz. Wir essen ihre Kinder. Das ist eine Grimcap. Also man kann die essen, man kann die aber auch für was anderes. Deswegen hau ich die erstmal hier. Die essen sie für was anderes. Aber ich hab's zum nie Magier benutzt, kann er Tränke machen? Ich weiß nicht. So, was haben wir hier in der Ecke? Ein schönes Pilz-Ragout kochen. Ich zieh an der Kette, die Kette zieht an mir. Schau, dass diese Ketten gar nichts machen. Hey, jetzt ist Auge also, drin. Auge, ich hätte... Gib mir, dann reiß mir rein hier. Nee, okay. Irgendwie müssen wir doch da reinkommen. Oder meinst du, vielleicht geht das auch gar nicht? Nein, niemals. Vielleicht ist das unmöglich. Ist eine Finte. Ja, noch so ein Kind von den Ents, ey. Wer ist eure Kinder? Hast du irgendwas gesehen? Hier, oh, was haben wir denn hier? Hm, ein Gewächs. Das gebe ich einfach mal unserem Magier. Ja, ja, der Magier weiß, mit einem grünen Kräutern umzugehen. So, ein Auge. Ah. Dann haben wir ja alles erledigt. Oder siehst du noch irgendwas? Da war doch links auf der Decke. Bäm. Aber die Sachen sind doch relativ offensichtlich, muss man sagen. Also die. Noch. Gott sei Dank. Bisher. Schau mal, die ging auf die Geheimtür. Und da kriegen wir gleich den besten. Der beste Dolch im Spiel. Dagger, genau. Und dann schmeißen wir den in die Ecke. Ne, als Gewicht können wir ihn mitnehmen. Was ist da denn? Oh, Nesseln. Können wir die nach den Gegnern schmeißen und dann juckt das? Brennnesseln, ja. Das wär's, ne? Dann laufen die Ents da rum und jucken sich hierbei. Obwohl, die werden wahrscheinlich immun, weil selbst Pflanzen sind. Ja, gut, die werden auch stärker dadurch. Ja. Da baust du die links und rechts die Gegner wieder aus. Und auf. So, ich glaube, wir haben alles gesehen. Und dann, dann heilen wir doch mal deine Sicht. Und dann nehmen wir es aus dem Mund raus, wenn du da eben in die Augen reindrückst. Lass dich überraschen.
Das bist du, Hoffi, ja, mit einem Mülleimer auf dem Kopf. So. Ah! Das ist ein richtiger Guardsman hier. Guardsman, nice. Komm hier, Zauberei ins Gesicht. Und eine Klinge. Aber der läuft. Miss, Alter, unsere Frontline-Kämpfer da, also beide. Die sind noch. Oh mein Gott. Sind halt nur zum Prügel kassieren. Zu früh gedrückt. Da! 4. Aber ich kann gleich nochmal schlagen, schau mal. Bam! 6. Dann kommt der Hoffländer. Hat nochmal einen Stein geworfen beim Vorbeilaufen. Komm, hier nochmal ein Zauber. Oh. Der hat keinen Schaden gemacht, glaube ich. Ich habe schon keinen Wert gesehen. Richtig. Oh, 2. Hoffi, was soll das denn? Gut, aber Rüstung. Ja, was soll der mit meinem Stein machen? Du gibst mir einen verkackten Stein und erwartest ein Wunder von mir, oder? Dein Schuriken hat's rausgerissen. Das siehst du. So, jetzt ein Schild. Oh ja, der Hoffi. Das geben wir jetzt ganz konterintuitiv tatsächlich meinem Löffel-Sergeant. Was? Weil das gibt 5 auf Ausweichen. Gibt keine Protection. Ach. Gibt auf Ausweichen. Ekelhaft. Ah, die Lampen gehen aus. Ah, ja. Stein noch aufgehoben. Ah, ein bisschen Lampe haben wir noch. Und wir hatten unser Level up. Geil. Also, das ist echt keine zuverlässige Fackel. Komm, gib uns mal eine andere Fackel. Das macht mich ja ganz. Nee, ich wollte mal sehen, was, damit Leute mal sehen, wie es aussieht, wenn das Licht ausgeht. Wie dunkel es denn ist, oder was? Ja, Mann. So dunkel wie in meinem Arsch. Ich wollte es nicht sagen, aber der Hoffi ist sich echt nicht zu schade. Ich glaube, wir nehmen dann die. Oh, ist dann aus. Also, hast du das Spiel gerade auf Monochrom umgestellt? Das sieht echt so. Aber, spuck weg damit. Fackel muss rein. Aber ja. Es werde Licht. Ja, ein paar Sachen zum Spiel noch. Die hintere Reihe kann nicht mit Nahkampfwaffen angreifen. Wir hatten ja bisher auch den Zauberer, ist ja klar, auf Entfernung. Und den Typen, der die Sachen wirft, dann Robin Hoff und den Dumbledore. Und was man aber machen kann, ist zum Beispiel, wenn man mit dieser Lanze, mit der kann man von hinten angreifen. Ah, aus der zweiten Reihe, Attacken zulässig, ich verstehe. Ist keine Lanze, ist ein Speer, Entschuldigung. Okay, zack, es reicht aber, um vorne ranzukommen. Exakt. Und Schurken können auch was ausbauen, dass sie aus der zweiten Reihe mit Melee-Waffen ganz normal angreifen können, also mit Nahkampfwaffen. Und unser erster Level-Up, klar, ja, der Wurfkünstler. Robin Hoff hat's gerissen. So, was gibt's da Schönes? Ja, wir geben die einfach. Ja, eigentlich, wir gehen alles in Wurf. Richtig. Wir gehen voll Kanne hier rein, weil die coolen Sachen kommen auch erst recht spät. Ja. Aber das ist auch so gedacht, weil Ausweichen brauchst du nicht. Du bist einfach ein Werfer. Wie viele Punkte habe ich da? 4 bekommst. 4 bekommst du pro Level-Up. Level-Up? Nice. Das ist ganz cool, ja. Jetzt auch. Oh, 4 Stück. Schau mal, was wir da haben, Hoffi. Eine eiserne Tür. Oh, das sind diese Rätseltüren. Diese Rätseltüren. So, was liegt da? Oh, alles der Reihe. Das ist ein Eiselementar. Das ist so ein Lebensstein. Ach, die eigentlichen Safes, oder? Dazu was? Aber gleich noch mehr. In der nächsten Folge. Im nix hier. Hier. Ja, die Eisentüren. Die Türen des Eisens. Große Belohnungen können dahinter gefunden werden. Oh. Um Zugang zu diesen geheimen Türen, zu diesen Eisentüren zu finden, schaut sehr aufmerksam auf kleine Details und benutzt eure Intelligenz. Scheiße. Und damit haben wir schon. Hier an der Stelle brechen wir den 100% Run eindeutig ab. Hoffentlich ist halt blind und ich bin dumm. Also das heißt, wir kriegen es echt nicht hin, ey. Aber tatsächlich, das kriegen wir noch gelöst. Schau mal hier. Bam! Der übliche alte das ist jetzt echt nicht so. Was? Wah. Da muss noch mehr. Bam! Okay! Zwei Knöpfe. Und ist auch ganz cool, wir haben einen Zauberstab. Oh. Für den. Wie uneigennützig für den Dumbledore. Das Ding ist, bam, können wir noch nicht setzen. Weil du bist so schlecht, du bist so dumm noch für deinen Stab, oder? Ja, da sieht man hier, der gibt uns auch nur plus 5 Energie, aber sieht doch cool aus. Ja, ist ein Zauberstab. Und wir brauchen mindestens mal einen Punkt in Spellcraft. Aber da werden wir beim nächsten Level aber auf jeden Fall. Ja, das wird ja gleich kommen. Gleich machst du da auch noch deinen Schaden. Und dann ist er soweit. Ich hab da vollstes Vertrauen in dich, Dumbledore. Wir können ja auch mal lesen, was da noch dabei stand auf dieser tollen Schriftrolle. Ein magischer Stab. Ziemlich stark. Wenn er von einem potenten, einem fähigen Magier benutzt wird. Lassen wir doch das. Deswegen er noch nicht benutzt wird. Weil er noch nicht so potent heißt ja im Grunde eigentlich nur fähig, ne? Ja. Also direkt übersetzt. So, Feuer dann nehmen wir noch mit, noch brauchen wir's. So. Und dann kommen wir jetzt zum Superstein. So, jetzt wäre doch ein Feuerzauber der Hammer. Hier, also brauchen wir ja auch nicht mehr, weg mit dir, Döns. Du schleuderst aber auch alles durch die Gegend, ne? Weißt du? Hier, Kristall des Lebens. Berühre ihn, um Health und Leben wiederzugewinnen.
Beides braucht man nicht, wir drücken trotzdem mal für das Autosave. Und das schöne Geräusch. Okay. Und dann darf man ihn auch nie wieder benutzen, ist seine ganze Energie doch verbraten? Der rackt nach einer Minute vielleicht. Aber das weiß ich nicht genau. Kurzer. Wir haben soweit so gut alle Secrets gefunden auf diesem Level. Hammer! Das heißt, wir können hier frohen Mutes weitergehen. Oh! Die Giftwolke, auch wieder für uns nicht so geil. Die wäre also auf den Knopf hier. Bim. Aber wir sind nicht skilled. Wir sind genug. Auch eine, echt zu dumm. Das ist für Erde. Erdmagie. Und also auch nichts für uns. Nehmen wir es mal mit für den Fall, dass wir irgendwas weglegen müssen. Steine zu schade. Das sind. Ist echt hier, genau. Wenn du sagst, die Steine sind die beste Waffe im Spiel. Nicht später sind. Also ich hab einmal einen Stein. Irgendwann habe ich alle Steine entledigt, weil ich die nur als Druckplattendinger benutzt habe. Aber okay. Den Tipp kann ich jedem geben, wenn das okay ist. Hab immer einen Stein dabei. Sonst beißt ihr euch den. Das, ab. Wenn er so äußeren Dumblestones sagt, dann könnt ihr ihm da schon vertrauen. Während er seinen weißen Bart zwirbelt. Da schwingt viel Weisheit mit, ja. Also, das ist der eine Tipp, den ich geben kann. Nehmt einen Totenkopf mit und nehmt einen Stein mit. So, perfekt. Gehen wir mal runter. Oh, jetzt sind wir nämlich jetzt Level sind wir zwei. Okay. Und da waren wir ja schon mal ganz kurz. Richtig, wir da kurz reinge. Nee, wir sind gesprungen. Wir sind ja wissentlich runtergehopft. Ja, und im Grunde war's das schon. Weil du sollst ja erstmal am Anfang. Ah, hier waren wir doch mal, weißt du noch? Ach, tatsächlich. Da kamen wir aber nicht durch, und da kommen wir auch nicht durch, außer von der Seite halt. Wenn deine telekinetischen Kräfte vielleicht ein bisschen weiter. Gibt's leider nicht. Das. Aber ich mag deine Kreativität, Hoffi. Tja, danke. Hier war ja eigentlich ein Teleporter. Und da hatte ich gehofft, dass hier vielleicht irgendein Secret ist oder so, weil man jetzt da erst hin kann, aber es ist leider nicht so. Und der ganze Raum kann nichts, ne? Da ist ein Crack in the Wall, ne? Ich weiß gar nicht, warum es diesen Raum gibt. Irgendwie nervt mich der Raum, aber weil ich alle Secrets gefunden habe. Und alle Schätze. Kann er scheinbar nichts. Ja, man, das gibt's halt Schätze, wären wir auch gut, dass wir versuchen, alle zu finden. Aber die sind nicht immer gleich Secrets. Fies. Okay. Und die eiserne Türen, die machen natürlich klar. Na, selbstverständlich. Wo du kommst, die Fessel jetzt noch kommen. Hallo! Ich hab aber gut gehalten, muss man sagen. Ja, ja. Ich habe meinen Meister gefunden. Was ist das denn da hinten? Das ist so eine Schnecke. Aber die lauert aber auch in the Shadows. Oh, die gehen ja richtig weit. Das ging ja hier über 3, 4 Felder. Ja, also 4, 5 sind es bestimmt, ne? Komm, dann kann man auch mit dem Spieß. Bang! Mist. Aber der Stein haut auch wieder alles raus. Oh, jetzt haben wir alle drei Level up. Perfekt, dann machen wir das Level up noch und dann ist auch durch. Dann ist super, ey. So, und dann bist du nämlich auch in der Lage. Dann kannst du deinen Stab endlich benutzen, Mann. Wir müssen manchmal hinhören, warte mal. Nee, alles gut. Ja, aber so werden dadurch Schalter ausgelöst oder was hört man? Manchmal kann man wenn man halt das Rumpeln hört von so einer Mauer, die hochgeht. Dann muss man auch irgendwie nach dem Gehör laufen, weil manchmal gehen die wieder runter. Gut, dann spätestens da dran wird es scheitern, Bier und nach dem Gehör. Aber ich habe ja hoffentlich mehr oder weniger alles im Kopf noch. Ja. Mehr oder weniger Dumblestone. Dumblestone for the fucking win. So, Level-Ups, ja. Ja, also der Hoffländer, ne? Der kriegt ja wohl Rüstung oder 2-2. Was können wir denn machen? Wollen wir 2-2? Dann können wir erstmal 3-1. 3-1 ist nicht schlecht, aber 2 würde dem mehr Strength. Aber wir können 3-1 machen. Ja. Also 3 auf Armor? Ja. Noch hast du einen guten Bums. Weil plus 10 Health sind super. Was macht hier der Halunke? Ich könnte mir noch mehr Evade geben, aber das ist eigentlich nur. Elementarresistenz, nicht so toll. Vorerst. Ich geb dir volle Dagger-Power, Alter. Oh ja. Was hat er jetzt? 4? Nee. Bumm. Und was macht Dumblestones? Der kriegt erstmal einen Spellcraft, damit er den Stab, auf jeden Fall. Ist generell nicht schlecht. Wir könnten noch 2 Spellcraft machen, dann hat er schon mal eine Willpower mehr, ein größerer Mana-Pool. Wir könnten auch einen neuen Pool Spell. Nie zu verachten, ne? Wir könnten auch einen neuen Spell kriegen mit 7, aber den brauchen wir nicht. Nee, dann komm dann. Mana Pool. 2 und 2, ne? Ja. Yo! Das sind die Freuden, die man so hat als Let's Player. Der Stab! Hat er einen Namen? Ist das ein cooler Stab? Hat das einen coolen stabischen Namen? Das Ding? Ich glaube, also jetzt im Spiel selbst oder müssen wir den selber eingeben? Der Whitewood. Wand. Weißholzstab. Kein eigener Name. Kann man auch nicht selbst benennen. Das ist schwach.
Das ist also... Ich nehme alles, alle Kaufempfehlungen zurück, die ich geäußert habe. Ja, ob noch ein weiterer Part kommen wird, steht in den Sternen. Nee, Leute, kauft euch das Spiel, Mann. Kauft euch das Game, ich kann es echt nur empfehlen. Am besten spielen und dann schauen. Weil da sind so coole Rätsel dabei. Das ist einfach der Spaß an der Sache, dass man die selber löst. Und die sind echt alle, fast alle super lösbar. Mit ein bisschen Aufwand. Und teilweise muss man echt mal vielleicht eine halbe Stunde zurückrennen oder so, wenn man was vergessen hat. Ja. Aber man kann sie alle lösen und das ist echt... lange nicht mehr so viel Spaß gehabt. Aber bevor ich anfange, eine Träne zu verdrücken. Ja, du bist ein bisschen nostalgisch. Ja, man hat einfach auf seine alten Tage, sieht man nicht mehr so viele gute Spiele. Das ist für so, mich das beste Spiel 2012. Ah. Besser als... Und das ist schon traurig. Also besser als Mass Effect 3 oder... Ich habe alles gespielt und ich weiß es nicht mehr. Ja, das sagt viel über die Qualität dieses Jahres. Tribes ist noch gut. Tribes. Daher werde ich das auch Spiel, wen noch dazu bringen. Was an Essen an irgendein Oldschool-Spiel schlechthin erinnert. Das ist ein cooles neues Game, was mich an Essen noch an Quake erinnert. Ja. Ja, aber das kann es auch nicht sein. Ja, doch, doch. Das, ja, oh Mann. Ja, aber dazu erzählen wir mehr im Tribes Let's Play. Oh. Und dann sind wir uns wieder, wenn Thais Zockerzone spielt. Legend of Grimrock. Legend of Grimrock it is. Macht's gut, Leute. Bis dann.